Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Löchberg Barbecue. Ich habe einen neuen Grill gesponsert gekriegt. Ganz großes Dankeschön dafür. Das ist der Dankook 7100 mit Drehspieß dabei. Wirklich toll, den werde ich jetzt erstmal schnell aufbauen. Und dann habe ich gedacht, machen wir uns heute einen richtig schön leckeren Schweinebauch. Und da gibt es heute bei mir einen Pfirsich-Rosmarin-Honig-Schweinebauch vom Drehspieß. Wie ich das gemacht habe, das seht ihr jetzt. Viel Spaß dabei! Für die Zubereitung von unserem Pfirsich-Rosmarin-Honig-Schweinebauch vom Drehspieß benötigen wir folgende Zutaten. Ein Stückchen Schweinebauch habe ich hier, 3 Kilo schwer. Ein richtig schönes Exemplar bekommen, ne? Auch nicht zu fett. Ne? Ich meine, ein bisschen Fett muss schon dran sein an einem Schweinebauch, aber der ist genau richtig so. Dann ein paar Stängel Rosmarin, 5 Pfirsiche, etwas Meersalz und etwas Honig. Doch bevor wir an die Zubereitung gehen, muss ich jetzt erstmal schnell den Grill zusammenbauen und den Anzündkamin starten und dann legen wir los. So, meine Freunde, 20 Minuten später habe ich es geschafft. Der Grill ist fertig zusammengeschraubt. Richtig süßes kleines Ding, ne? Gefällt mir eigentlich jetzt schon ganz gut. Ist auch mein erster Drehspieß, den ich habe. Und wir bereiten jetzt erstmal unseren Bauch zu. So, wir nehmen nun unser Stückchen Schweinebauch. In dem befinden sich noch die Knochen drin. Die müssen wir jetzt erstmal auslösen. Wir fahren wieder mit dem Messer an den Knochen links und rechts entlang und lösen da die Knochen damit aus. Nachdem wir uns nun die Knochen aus dem Schweinebauch entfernt haben, fahren wir noch einmal drüber, gucken, ob wir noch irgendwelche Knorpel- oder Knochenstückchen spüren. Dies ist jetzt aber nicht der Fall. Sehr schön. Wir drehen den Bauch jetzt einmal um und schneiden die Schwarte ein. Da könnt ihr, wie ihr wollt, Rauten oder Vierecke machen. Ne? Ich probiere heute mal Rauten zu schneiden. Da am besten wieder schönes scharfes Messer nehmen. Nicht zu tief einschneiden. Jetzt schneiden wir uns erstmal hier schön die Schwarte zurecht. So, nachdem wir nun ein schönes Muster in unsere Schwarte reingeschnitten haben, drehen wir den Schweinebauch noch einmal um. Wir werden nämlich jetzt noch einmal mittig aufschneiden. Dort haben wir hier eine Faser langlaufen und der werde ich lang schneiden, dass wir ihn aufklappen können. So, ich habe unseren Schweinebauch schön aufgeschnitten. Da lassen wir hier hinten am Ende ungefähr 2 cm stehen, ne, dass der Deckel dann noch hält. Wir können ihn jetzt erst nochmal schließen und nehmen die andere Seite und reiben hier in die Schwarte großzügig unser Salz ein, dass diese dann auch schön aufploppt auf dem Drehspieß. Auf und schön einreiben, ja? Dass in jede Ritze was reinkommt. So, wir haben jetzt die Schwarte ordentlich mit dem Salz eingerieben. Den Bauch, den können wir jetzt nochmal in die Kühlung stellen, da kann er noch ein bisschen ziehen, ne? Übrigens, vorhin, wo ich den Grill zusammengebaut habe, habe ich den Bauch auch nochmal in die Kühlung gestellt. Nicht, dass ihr denkt, dass ich den bei so sommerlichen Temperaturen hier draußen stehen lasse. Und wenn ich dann wiederkomme, kümmern wir uns um unseren Rosmarinhonig. Für unseren Rosmarinhonig benötigen wir den vorhin gezeigten Rosmarin. Da zupfe ich wieder von den Stängelchen was ab. Jawohl, dies sollte genügen. Und dies hacken wir uns jetzt erstmal richtig schön fein. So, nachdem wir unseren Rosmarin nun klein gehackt haben, können wir den schon mal in eine Schüssel reingeben. Hierzu geben wir nun unseren Honig. Sein. So. Nun vermischen wir das Ganze ordentlich, dass sich die Aromen überall schön verteilen können. Lass das noch ein bisschen stehen, ne? Da kann das noch was durchziehen. Und wir kümmern uns jetzt um die Pfirsiche. Und mit den Pfirsichen verhält sich das auch ganz einfach. Wir schneiden den einmal ringsrum auf mittig. Dann drehen wir den einmal, damit wir den Kern freilegen. Diesen entfernen wir uns dann auch noch. Sehr schön. Und nun entfernen wir noch die Haut von dem Pfirsich. So, wenn ich dann die Haut von dem Pfirsich entfernt habe, schneiden wir uns dort Scheibchen raus. Die werden wir nämlich noch mal ganz kurz angrillen, dass wir ein paar Röstaromen drin kriegen und die Süße noch ein bisschen mehr hervorkitzeln. Genau so. Und dann können wir damit unseren Schweinebauch füllen. Ich werde die anderen Pfirsiche jetzt auch erstmal so zubereiten und dann hole ich euch wieder dazu. So, meine Freunde, die Pfirsiche sind fertig geschnitten. Ne, schön in Scheiben, die können wir jetzt gleich angrillen. Währenddessen hatte ich den Anzündkamin auch schon gestartet. Dort sind die Briketts durchgeglüht, die können wir jetzt in den neuen Grill geben. Wir nehmen jetzt unseren Anzündkamin mit den durchgeglühten Briketts und geben die hinten rein. Was ich auch vorhin gar nicht erwähnt habe, was ich sehr toll bei dem Grill finde, ist,
dass man horizontal und vertikal grillen kann. Also das dient eigentlich auch als Grillrost, den könnten wir jetzt auch flach reinlegen. Ja, also das ist wirklich nicht schlecht. Könnte nochmal größer sein, aber wie heißt so schön, geschenkten Gaul, guckt man nicht ins Maul. Ne? Ich lasse den Grill jetzt erstmal eine halbe Stunde aufheizen, dass alle eventuell vorhandenen Fabrikationsrückstände verbrennen. Und dann können wir unseren leckeren Schweinebauch darauf machen. Aber vorher müssen wir erstmal die Pfirsiche noch angrillen. Während unser anderer Grill jetzt auf Temperatur kommt, habe ich meinen normalen Grill schon mal vorgeheizt, ein kleines Glutbett reingemacht. Hier können wir jetzt unsere Pfirsiche angrillen, dass die leicht Röster oben kriegen, ne? Ein bisschen süßer werden. Nachdem unsere Pfirsiche jetzt eine Minute lang angegrillt worden sind, können wir die mal wenden. Oh, die haben schon leicht Röster oben gekriegt, so habe ich mir das vorgestellt. Und das duftet auch schon echt super hier. Wenn unsere Pfirsiche dann von beiden Seiten schön Röster oben gekriegt haben, so wie dieser hier, genau richtig, können wir die runternehmen und die lassen wir jetzt erst noch mal kurz abkühlen. Nachdem nun unsere Pfirsiche schön angegrillt haben und überall Röster oben dran haben, können wir nun endlich unseren Bauch damit füllen. Dazu nehmen wir nun unser Stückchen Schweinebauch, können dieses aufklappen, ne, was wir eben aufgeschnitten haben. Dies bestreichen wir jetzt erstmal mit unserem Rosmarinhonig. Dort ruhig schön großzügig arbeiten. Schauen, dass auch überall was hinkommt. Nachdem wir nun beide Seiten von unserem Schweinebauch schön mit unserem Rosmarinhonig bestrichen haben, können wir jetzt hier unsere angegrillten Pfirsiche reingeben. Machen wir auch schön aneinander. Jawohl. Und nun wickeln wir das gute Stück zusammen. Wenn an den Seiten ein bisschen was rauskommt, nicht schlimm. Auch mit ein bisschen Spannung arbeiten, dass es uns dann auf dem Spieß nicht aufgeht. Unser Braten ist jetzt fertig gefüllt. Die Schwarte habe ich nach außen gelegt, dass wir überall eine schöne Knusperschwarte kriegen. Man könnte den Braten jetzt wickeln. Wir nehmen aber Schaschlikspieße und fixieren diese damit, damit wir den gleich auf den Spieß aufstecken können. Und hier ist nun unser Bratkerl. Mensch, der sieht richtig super aus. Von der Füllung fällt leider auch mal ein bisschen was raus. Das ist nicht schlimm. Wir hätten die andere Seite auch noch zumachen können. Aber da ist genug drin. Nun nehmen wir unseren Spieß, stechen den einmal durch den Bauch durch. Gucken, dass wir da ziemlich schön mittig bleiben. Ne? Jawohl, das sieht gut aus. Ne, fixieren den Bauch, dann mittig auf den Spieß drauf. Klammer noch. Schön festziehen, ne? Soll uns dann auch nicht abhauen. Gucken wir mal, ob es hält. Ja. Sieht ganz ordentlich aus. Jetzt können wir ihn endlich auf den Grill auflegen. So, wir haben jetzt unseren Braten auf den Spieß gehangen. Und hier lassen wir jetzt erstmal für anderthalb Stunden gemütlich seine Runden drehen. So, meine Freunde, nachdem der Braten eine halbe Stunde lang auf dem Grill war, ist was ganz Doofes passiert. Der Motor hat den Arsch hochgemacht. Der geht nicht mehr an. Batterie habe ich auch schon getauscht. Das gibt definitiv einen dicken Minuspunkt hier. Hat mich schon sehr gefreut auf das Gerät. Wir werden jetzt auf Handbetrieb umschalten. Und mal schauen, wie lange es noch dauert, bis das schöne Stückchen fertig ist. Nachdem nun weitere anderthalb Stunden vergangen sind, sieht unser Pfirsich-Honig-Rosmarin-Schweinebauch wie folgt aus. Mir ist da beim Wickeln was ganz Dummes passiert. Als ich den Bauch zusammengewickelt habe, ist der Honig aus dem Bauch rausgelaufen und ist auf die Schwarte gekommen. Deswegen ist der Zucker da drin karamellisiert. Ne? Deswegen ist das von außen alles etwas dunkler geworden. Hatte ich mir jetzt so nicht vorgestellt. Wir warten jetzt trotzdem ab, bis er auf der gewünschten Kerntemperatur von 70 Grad ist. Und dann probieren wir das gute Stück hier mal. Wie gesagt, ich glaube, das wird auch mein erstes Fail-Video, was ich hier produziere. Ne? Erst geht der Motor kaputt, das mit der Kruste ist auch nicht optimal. Wir lassen uns überraschen, was draus wird. Ich drehe tapfer weiter. Mein ist ja auch schön entspannt. Ne? Ich wollte schon immer mal anderthalb Stunden hier sitzen und einen Braten drehen. Also gemütlich ist es schon, ne? Sieht auch sehr lecker aus. Kann mir aber auch bessere Sachen vorstellen. So, meine Freunde, nachdem eine weitere halbe Stunde vergangen ist, haben wir es endlich geschafft. Wir haben die Kerntemperatur von 70 Grad erreicht. Hier haben wir jetzt das Stückchen liegen. Die Kruste ist leider wirklich nichts geworden, ne? Also die finde ich auch zu dunkel. Es ist durch den Honig, der da drauf gelaufen ist. Wir werden ihn jetzt mal von dem Spieß entfernen. Hoffentlich sieht er drinnen besser aus. So. Ja, und dann machen wir mal einen Mittelschnitt. Schauen wir mal, wie er drinnen aussieht. Boah, aber saftig ist der auf jeden Fall geworden hier. Ne? Sag ich mal, außen voll. Innen hui hier. Wir schneiden es jetzt mal ein Stückchen ab, um zu probieren. Hm, heiß.
Aber saftig ist der auf jeden Fall hier. Ja? Sieht schon gar nicht mal so schlecht aus. Duftet auch echt gut. Und wir probieren jetzt mal ein Stückchen. Ich werde das bisschen jetzt noch essen und dann sehen wir uns gleich zu meinem Fazit wieder. Nun zum Fazit von meinem Pfirsich-Rosmarin-Honig-Schweinebauch und Drehspieß. Ich muss ganz ernst sagen, das war auf jeden Fall ein Fail, was ich heute gemacht habe. Ich hätte echt darauf achten müssen, dass kein Honig an die Schwarte kommt. Ne? Der Zucker daran ist karamellisiert, die Schwarte dadurch viel zu dunkel geworden. Sie ist zwar aufgepoppt, hat auch schön geknuspert im Mund, aber geschmacklich war es jetzt nicht so der Hit. Dagegen das Fleisch, das war wirklich super. Der Schweinebauch super saftig, hat einen tollen Aroma gehabt von dem Honig, hier Rosmarin und den gegrillten Pfirsichen drin. Also das war wirklich super lecker. Ich werde das Ganze nochmal machen, werde da aber gucken, dass noch, wie gesagt, kein Honig an die Schwarte kommt und dass ich auf jeden Fall einen Motor kriege für meinen Drehspieß, der nicht nach einer halben Stunde den Geislauf kippt. Währenddessen hat es auch angefangen zu regnen, wie ihr bestimmt hören könnt. Ne? Also es war heute echt nicht optimal, aber es kann passieren. Ne? Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich hoffe trotzdem, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich sehr über den Daumen oben freuen. Schreibt wie immer unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Heiko von Löchberg Barbecue.